Gute, liebe Eintracht-Fans, wir sind heute in Frankfurt unterwegs und wir haben die Möglichkeit, unsere Spielerin Sophia Kleinherne für einen Tag zu begleiten. Sie ist bereits oben und wartet auf uns, deswegen würde ich schon sagen, lasst uns loslegen. Hallöchen! Hallo! Na, wie geht's? Wie steht's? Ja, soweit auch. Kommt rein. Wir sind eigentlich schon direkt startklar, oder? Wir müssen auch. Ja, wir können los. Unsere Zimtschnecken, die wir heute planen zu backen, da brauchen wir noch ein paar Zutaten. Ja. Und die gehen wir jetzt gemeinsam einkaufen. Wenn du soweit wärst, dann können wir direkt los. Ich hole mir noch kurz eine Jacke. Okay, dann. Und zwar backen wir Zimtschnecken, weil ich erfahren habe, dass du Zimtschnecken über alles liebst. Woher entstammt diese Zimtschneckenliebe? Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe allein schon diesen Geruch von Zimt, wenn man sie dann entweder backt oder selber kauft, wie auch immer. Ja, und egal wo ich bin, eigentlich muss ich dort immer eine Zimtschnecke testen. Wo gibt es denn in Frankfurt, deiner Meinung nach, die besten Zimtschnecken? Oh, also Zeit für Brot ist schon ganz weit oben. Ich mag aber auch die von Mehlwasser Salz, die sind so ein bisschen auf Sauerteig. Ja, aber es haben auch viele andere kleine Cafés, die vielleicht so ein bisschen unscheinheilig sind, sag ich mal. Sehr, sehr gute Zimtschnecken. Also Frankfurt ist wirklich top, muss ich sagen. Zu einer guten Zimtschnecke gehört jetzt aber auch meist nochmal ein guter Kaffee. Wo gibt es denn den deiner Meinung nach, den besten in Frankfurt? Ich bin gerade auch dabei, ein paar neue Cafés auszuprobieren, weil ich mich auch immer dabei erwische, immer zu denen zu gehen, die mir schon so gut gefallen. Aber da ist auch Picknick ganz weit oben, in Bornheim beispielsweise. Ich gehe aber auch super gerne zu Chinaski. Und wenn man so eine ruhigere Atmosphäre braucht, vielleicht auch mal fürs Studieren, dann mag ich das Pronouns Deli auch sehr, sehr gerne. Woher entstand denn diese Liebe zum Kaffee? Auch durch Frankfurt eigentlich, weil ich es einfach super angenehm finde, wenn man mal einen freien Tag hat oder vielleicht auch mal vor oder nach dem Training mit Freunden oder Mannschaftskollegen einfach mal entspannt in die Stadt zu gehen, sich in einen Café zu setzen, die Atmosphäre zu genießen und einfach zu quatschen. Also ich finde, da ist sowohl der Kaffee ein Genuss als auch einfach die Atmosphäre und das Drumherum und das Zusammensein mag ich einfach sehr, sehr gerne. Wir gucken jetzt mal, wie beweglich sind Fußballerinnen. Soll ich mich ganz setzen oder hier so? Mehl habe ich noch. Echt? Mandelmehl aber nicht. Okay, also wir brauchen Mandelmehl. Ich würde einfach mal ein Weizenmehl mitnehmen. Ich glaube damit. Ja, hier steht auch. Oder Hafermilch, oder wir malen halt Haferflocken, habe ich auch noch. Ja, können wir auch. Apfelmus, Mandelmus hast du? Nee. Okay, dann müssen wir Mandelmus gleich holen. Okay, ja. Butter noch, Milch noch. Das kriegen wir vorne. Frischkäse, okay, die drei. Okay, die Reise geht weiter. So, hier sind schon mal Milchprodukte. Ah, da ist Hefe, ich sehe schon Hefe. Butter? Frischkäse. Und Frischkäse. Das läuft. Und Frischkäse. Hier ist Dinkelmehl, Weizenmehl, Buchweizen, Mandelmehl. Oh, Jesus Christ. Ich seh's. Ich werde jetzt mal aktiv. Okay, oh. Also wir haben Dinkelmehl. Guck mal hier. Hier ist Mandelmus. Sogar weiß und braun. Lina, ich
bin wirklich gespannt, wie die Zimtschnecken werden. Ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich aufs Probieren und aufs Backen. Oh ja. Das Essen ist dann immer das Schönste am Ja, Ende. Das stimmt. Die Belohnung. Also Sophie, du bist seit 2017 in Frankfurt. Das heißt, du kennst Frankfurt jetzt schon einige Jahre. Mhm. Mit Sicherheit hast du doch einen Lieblingsort hier, oder? Ja. Und der wäre wo? Ich bin tatsächlich ganz gerne eigentlich in der Neuen Altstadt. Auch da ist es ja eigentlich direkt am Römer. Zur einen Seite kann man dann halt einfach echt ganz gut direkt zum Main gehen und auf der anderen Seite ist die Hauptwache, also irgendwie auch die Stadt ganz nah. Den Ort mag ich sehr, sehr gerne. Hab Bornheim aber jetzt auch so ein bisschen für mich entdeckt. Ist einfach super schön auch zum Spazieren oder die Cafés habe ich ja schon angesprochen. Ja, das sind so die beiden Favoriten gerade, sage ich mal. Das heißt, wenn du mal einen freien Tag hast, wo trifft man dich am ehesten in Frankfurt an? Ja, wahrscheinlich in Bornheim, als erstes beim Prime und dann beim Picknick. So eine Routine. Ja, oder hoffentlich bald auch mal in neuen Cafés. Ja, komm rein. Danke. Das ist meine Wohnung. Schuhe aus? Nee, kannst du anlassen, alles gut. Okay. Ich lass dich mal vor. Ja, komm einfach rein. Küche, Wohnzimmer. Sehr offen, schön. Sehr hell. Sehr hell und sehr offen. Ja, wir können direkt anfangen, oder? Ja. Backen. Backen, Kuchen. Einmal noch schnell Hände waschen. Ja. Und dann... Hier im Bad? Genau. Können wir loslegen. Der ein oder andere von euch hat sich vielleicht schon gewundert, warum wir so viel einkaufen, vor allem so viele unterschiedliche Mehlsorten. Das liegt daran, dass wir zwei verschiedene Paar Zimtschnecken machen. Zum einen eine gesunde Variante, wir sind ja mit einer Leistungssportlerin unterwegs, und zum anderen eine etwas ungesundere Variante. Und mit der fangen wir jetzt an, weil die ungesunde Variante hat einen Hefeteig und der muss natürlich erstmal aufgehen. Wie viel? 750? Genau. Supi. Und dann brauchen wir noch 75 Gramm Zucker. Kannst auch ein bisschen weniger reinmachen. Kann dir helfen? Nein. Ich habe gerade hier alles umgeräumt. Also Sophie, wenn ich mich jetzt bei dir so umschaue, hier stehen unter anderem gesunde Lebensmittel, aber auch Nahrungsergänzungsmittel wie beispielsweise Proteinpulver. Gehört sowas grundsätzlich zu deiner täglichen Ernährung? Täglich würde ich sagen, ist übertrieben, aber seitdem ich so ein bisschen auch das Krafttraining für mich entdeckt habe, habe ich mich damit einfach auch vermehrt auseinandergesetzt und ja, benutze dann eben auch solche Produkte zum Teil. Vor einer Fußballbelastung beispielsweise nehme ich schon ganz gern so ein, also gerade wenn wir ein Spiel haben, so ein Booster nenne ich es mal, einfach um wirklich dann auch 90 Minuten zu rennen, Kilometer zu fressen. Nein, aber um da einfach 90 Minuten wirklich fit zu sein. Von daher nehme ich das, was mir gut tut, was meinem Körper auch gut tut und wo ich auch wirklich merke, okay, es hilft meinem Spiel oder es hilft meinem Training. Ich würde sagen, ich beseitige ein bisschen das Chaos und du darfst dich gleich schon mal fertig machen. Ja, das kann ich machen. Weil wir sind, wie gesagt, mit einer Leistungssportlerin unterwegs und die wird an ihrem freien Tag natürlich auch trainieren. Ich bin bereit. Dann würde ich sagen, ab ins Training. Ja, ich gehe jetzt ins Training, hier ins Krafttraining im Primetime. Ich habe zwar einen freien Tag, aber weil ich gerade von der Nationalmannschaft kam, ja, tue ich eigentlich ganz gerne was im Kraftraum für meine Regeneration. Genau, und ich nehme euch heute einfach mal ein bisschen mit und zeige euch ein paar Einblicke aus meinem Krafttraining. Ja, ich starte mein Training eigentlich immer auf dem Laufband. Ich laufe mich hier einfach immer 10 Minuten ganz locker warm und genau, fange damit jetzt an. Sophie, wir haben uns was überlegt für heute. Ja. Eine kleine Challenge. Ich werde dir Fragen stellen, 5 Stück. Okay. Für jede falsch beantwortete Frage
gehen wir mit der Geschwindigkeit 1 km/h hoch. Okay. Soffe, die erste Frage lautet, wann gewann der erste FFC Frankfurt das erste Mal die Champions League? Das erste Mal oder das letzte das Mal? Das erste Mal. Okay, ich muss raten. Oh. 1995. Falsch. 2002. Ah, so spät? Okay, ja. Wir gehen auf 11 km/h, es wird schneller. Zweite Frage. Welche unserer Spielerinnen hat norwegische Wurzeln? Norwegen? Ah, Camilla. Sehr gut. Also darfst du dir das jetzt erstmal ein Stück weit durchlaufen. Geht's noch vom Tempo? Ja, alles super. Okay. Wenn es zu schnell wird, sag Bescheid. Nee, nee. Hatte ja erst einen Fehler. Die nächste Frage, dritte Frage. Wann war dein erstes Länderspiel in der Jugend? Im Oktober 2014. Weißt du noch den Tag zufällig? Tag oder Ergebnis? Ergebnis war 13-0 gegen Schottland. Richtig. Ja. Tag. Boah. 26.10. 28. 28. Am Aber das passt schon. Okay. Wow, passt. Respekt. Zählt. Also mit Daten bist du schon mal gut. Wie viele Spiele hast du bislang für die A-Nationalmannschaft absolviert? Jetzt, wenn wir Freitag dazu rechnen? Ja. 21. Sie ist gut. Und die letzte Frage könntest du mit Sicherheit auch beantworten. Okay. Wie viele Zuschauer besuchten beim Eröffnungsspiel gegen den FC Bayern München den Deutsche Bank Park? Auf die Zahl, ja, genau. Ja, 23.200. Ja. Boah. Nicht schlecht. Ich weiß, was ich gerade im Auge hatte. Was hast du im Auge? Diesen Insta-Post mit Rekordzuschauer und dann war da 23.000 und dann... Also Instagram ist deine Zeitung. Okay, dann hast du noch 2,5 Minuten ungefähr, 2 Minuten, in denen du noch ein bisschen warm laufen kannst. Cool. Dann danke dir für diese Challenge und danke Applaus. Danke dir. Okay, jetzt habe ich mich aufgewärmt. Die Challenge habe ich ja auch ganz gut überstanden. Danach dehne ich mich immer ungefähr 10 Minuten und mache ein paar kurze Stabi-Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, einfach um das anzureizen, was danach ansteht. Ich habe einen Kraftplan von unseren Athletiktrainern Thorsten und Fabi bekommen. Der ist auch sehr individuell angepasst. Bei mir liegt der Fokus beispielsweise auf der hinteren Kette, weil es einfach aktuell meine Schwachstelle ist. Wir sind ja gerade auch in der Saison, deshalb im Schnellkrafttraining. Genau, und ich kombiniere immer ganz gerne eine Beinübung mit einer Armübung. Genau, und fange auch immer am liebsten da an, wo es am meisten schmerzt. Das sind die Kniebeugen, deshalb würde ich da jetzt auch direkt starten. Ja, ich mache mich am Anfang immer erst mit der Stange warm. Und dann habe ich ja schon angesprochen, sind wir im Schnellkrafttraining. Das heißt, wir machen immer 4x3 Durchgänge nur, aber mit etwas erhöhtem Gewicht. Und setzen uns dann auch immer in Sprünge direkt um. Und dazu habe ich ja schon gesagt, kombiniere ich dann immer ganz gerne eine Armübung. Ich mache jetzt was für die hintere Kette. Ich habe ja schon gesagt, dass mein Plan dafür spezialisiert ist, weil es einfach meine Schwachstelle ist. Und das mache ich auch zuerst einbeinig, dann beidbeinig und setze das dann an der Maschine dann auch wieder direkt um, wo wir was für die hintere Kette und den Rücken zeitgleich haben. Ich kombiniere jetzt noch eine Übung, das ist einmal für die Abduktoren. Dann sind die Beine eigentlich auch so ziemlich komplett und die kombiniere ich dann auch nochmal mit einer Oberkörperübung. Ja, vom Ende vom Training mache ich eigentlich voll gerne noch irgendwas Cooldown-mäßiges. Entweder gehe ich noch mal kurz aufs Fahrrad oder ich nehme mir die Black Roll und rolle ein bisschen aus. Und heute nehme ich mir die Black Roll.
Ja, ich bin jetzt fertig mit dem Krafttraining und ich habe den ganzen Tag schon erzählt, dass ich so eine Kaffeeliebhaberin bin. Deshalb lasse ich es mir nicht ergehen, nach dem Training in die Plaudertasse zu gehen. Dort holen wir relativ oft einen Kaffee nach dem Training, zwischen den Einheiten, wie auch immer. Und der Kaffee ist wirklich super lecker. Von daher holen wir uns jetzt erstmal einen. Ich habe Bestellungen. Hi. Okay, Alina, jetzt habe ich dir einen guten Kaffee gezeigt, aber jetzt lass uns doch gerne schnell nach Hause fahren und nach unserem Hefeteig gucken. Ja, mal gucken, wie der aufgegangen ist. Ich habe nämlich Bock auf Zimtstecken. Ich auch, let's go! Mal gucken, ob der Teig was geworden ist. Willst du mitschauen? Komm her. Oh. Das ist sehr krass. Echt? Ja. Du hast schon gesehen, das ist unfair. Ja, ja. Wusstest so sehr? Oh, wow. Ja, das ist super. Deswegen habe ich die Butter mal draußen gelassen, weil, Soffe, wenn du Butter draußen lässt, dann was passiert dann? Die wird weich. Ah. Das ist ein bisschen ein peinlicher Insider jetzt gewesen. Ja. Zimt habe ich. Oh, ich muss davon auch mal kurz ein Bild machen, das muss ich Mama nachher schicken. Eigentlich schon ganz gern. Okay, ich klatsche das jetzt mal hier oben drauf. Okay, also Sophia, du kommst aus Telgte, Nordrhein-Westfalen. Hast du dort angefangen, Fußball zu spielen? Ja. Relativ früh. Wie kam es dazu? Ja, eigentlich durch meine beiden Brüder. Also die haben immer schon gespielt oder ich bin so aufgewachsen, dass sie immer schon gespielt haben. Ich habe anfangs noch geturnt und bin geschwommen. Und irgendwann wollte ich aber auch Fußball spielen und nicht nur zuschauen. Und dann habe ich auch eine Zeit lang alles fast parallel gemacht. Aber wie das dann so ist, muss man sich halt irgendwann entscheiden. Und ich glaube, es fiel mir gar nicht so schwer. Also mir hat alles sehr viel Spaß gemacht. Aber für mich war dann eigentlich klar, dass es der Fußball sein soll, dass es der Mannschaftssport sein soll. Dass ich darin aufgehe, dass es das ist, was mich erfüllt. Und mein erster Schritt zu den Frauen oder zu den Mädels damals in die U17 war dann nach Gütersloh. Ab da fing es halt an, dass mein Leben vielleicht anders war als das meiner Mitmenschen, sag ich mal. Weil ich bin auf eine örtliche Schule gegangen, aber habe halt irgendwie schnell gemerkt, okay, eine örtliche Schule, die den Sport nicht so ganz kennen und nicht so ganz schätzen und die Fahrt nach Gütersloh und dieser Leistungssport, das passt nicht so ganz. Und ich muss halt einen anderen Weg gehen als die Mädels, mit denen ich gerade vielleicht in einer Klasse bin. Mhm. Und dann bin ich ja auch relativ schnell aufs Internat gegangen nach Kaiserau, wo es dann einfach leichter war, die Dinge zu kombinieren, alles unter einen Hut zu bekommen. Und ich bin froh, dass ich den Schritt machen konnte oder ja auch den Mut hatte, ihn zu gehen, obwohl ich noch recht jung war. Ich war damals 14, also bin mit 14 gerade 15 geworden, ausgezogen. Mhm. Aber anders hätte man das halt nicht geschafft. Also man musste es schon wollen, denke ich. Aber anders hätte ich die Schule gar nicht mit dem Sport kombinieren können. Und wie waren dann die weiteren Stationen nach Gütersloh? Bist du dann zum FFC in die zweite Mannschaft? Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe oder in Erinnerung habe, dann wurdest du eigentlich fast direkt schon hochgezogen, oder? In die erste Mannschaft. Genau, ich kam zum FFC in die zweite Mannschaft, war, ich glaube, ungefähr ein halbes Jahr dort, weil dann ja auch der Trainerwechsel in der ersten Mannschaft war. Mhm. Das heißt, dass Nico dann Trainer der ersten Mannschaft war und mich dann auch relativ schnell mit hochgenommen hat. Geplant war, dass ich da so meine ersten Erfahrungen sammle, aber dann hat Laura Stölze sich ja damals recht schwer verletzt und dann wurde ich schon so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und stand eigentlich plötzlich unmittelbar vor meinem Debüt. Also mein erstes Spiel war dann auch irgendwie die erste Möglichkeit, auf dem Feld zu stehen. Von daher hatte ich gar nicht so eine große Eingewöhnungszeit, sage ich mal, sondern war direkt gefragt. Im Nachhinein muss ich sagen, habe ich davon verdammt profitiert. Genau, und hatte da mein Debüt 2017 gegen Essen direkt, ja. Also du hast in der Jugend erstmal auch viele Nationalmannschaften durchlaufen und hast dann 2019 in der A-Nationalmannschaft dein Debüt gegeben, damals im Wembley-Stadion. Das muss eine riesen Ehre im Prinzip gewesen sein oder auch ein großer Teil von dir einfach, der viel ausgemacht hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist eigentlich eine ähnliche Geschichte wie damals in Frankfurt mit meinem Debüt, weil ich zu dem Zeitpunkt damit auch noch gar nicht gerechnet habe. Ich kann mich auch noch ganz genau an die Anreise erinnern, weil im Vorfeld haben wir gegen Essen gespielt und ich glaube, es war ein Freitagsspiel.
Wie auch immer, auf jeden Fall wurde es auf Eurosport übertragen und ich hatte im Vorfeld ein Interview gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es war oder ob Nico es war. Ja, weil ich halt noch der Meinung war, dass mir das alles ein bisschen zu schnell ging und ich noch zu jung bin und noch nicht so weit bin und es einfach noch zu früh ist. Und das wurde dann auch irgendwie bei Eurosport kommuniziert. Ja, und dann kann ich mich ganz genau an die Anreise erinnern, wo Martina mir dann Hallo gesagt hat, wir uns umarmt haben und sie mir einfach nur gesagt hat, nein, es ist nicht zu früh. Und bei mir hat es erstmal gerattert, weil ich nicht wusste, okay, wo kommt diese Information jetzt her? Und dann dachte ich so, okay, es ist nicht zu früh, hier zu sein. Und habe mich auch dann natürlich wieder irgendwie ein Stück weit gebraucht gefühlt. Und dann stand ich in der Startelf gegen England vor, ich glaube, es waren 78.000 Zuschauer im Wembley-Stadion. Und das war auch irgendwie wieder so ein Wurf ins kalte Wasser. Also ich konnte mich nicht so ganz darauf vorbereiten. Natürlich hat sie es im Vorfeld beim Lehrgang mit mir kommuniziert, aber ich konnte mich natürlich nicht Wochen vorher darauf vorbereiten, was in dem Fall aber auch wieder gut war. Mhm. Ja, und dann war es auch noch auf einer recht ungewohnten Position. Also es war damals links außen, was ich ja auch aus dem Verein gar nicht gewohnt war. Von daher war es, wie gesagt, eine ähnliche Situation wie damals mein Debüt im Verein. Aber auch das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt wieder gut. Vielleicht sollten wir eine eigene Konditorei und Bäckerei aufmachen. Boah, guck mal, die sehen super aus, ne? Gut, die ersten Zimtschnecken sind fertig. Oh, die sehen wirklich super aus. Riechen die gut? Ja. Okay. Also, ich glaube, es ist bis jetzt präsentabel. Du hattest aber den Wunsch geäußert, dass wir noch gesunde Zimtschnecken machen. Und an die machen wir uns jetzt ran. Hinter dir stehen, glaube ich, die Zutaten. Was hast du vorhin gesagt? An Zimt spart man nicht. So. Ich tue es mal drauf, ja? Ja. Boah, es riecht wirklich so unfassbar gut. Puh. Wow. Cool. Also wenn das so schmeckt, wie es riecht, dann ist das eine 11 von 10. Wow, ich finde, es sieht schon echt gut aus. Das ist sehr überragend. Konsistenz stimmt auch. Schön. Es ist sehr, sehr schön. Ja. Wir haben eben über deine Laufbahn gesprochen. Weg, ja. Genau, dein Weg im Fußball, dein Weg hier bei der Eintracht. Mhm. Was wir aber ausgelassen haben bis jetzt, ist die EM dieses Jahr. Es war ja ein Riesenhype, der da rund um den Frauenfußball ausgelöst wurde. Mhm. Aus deiner Sicht, wie hast du das wahrgenommen? Ja, es ist irgendwie verrückt, weil es liegt jetzt doch schon ein bisschen zurück, aber ich habe immer noch das Gefühl, es noch nicht komplett verarbeitet zu haben, weil es einfach so unglaublich viel war, so unglaublich viel für den Frauenfußball, aber auch für mich persönlich und für uns als Mannschaft. Und ich werde immer wieder nach so Schlüsselmomenten gefragt. Aber auch das sind einfach unglaublich viele. Das ist zum einen natürlich so das Spiel für mich gegen Spanien, weil es irgendwie das erste für mich auf so einer riesengroßen Bühne und internationalen Bühne war. Dann aber auch das nächste Spiel schon gegen Finnland, weil ich da mein erstes Tor gemacht habe. Dann war auch Wembley für mich wieder eine Riesenerfahrung, obwohl es halt nicht für den Titel gereicht hat oder ich auch keine Einsatzminuten hatte, aber einfach diese Atmosphäre zu erleben. Also ich stand da wirklich bei der Hymne und konnte es einfach nicht fassen. Genau, da war auch meine Mama da, was mir unglaublich viel bedeutet hat. Und ja, einige sind einfach von Deutschland angereist und haben diesen Hype mitgenommen, sage ich mal. Und wir haben ihn auch wieder mit zurückgenommen. Und dann natürlich auch der Empfang am Römer, also unglaublich. Wir sind natürlich auch vom Flughafen zum Römer gefahren und haben uns gedacht, okay, wie viele Menschen kommen wohl? Das kann man dann ja auch nicht mal einschätzen, weil es ja auch irgendwie eine schwierige Zeit war. Aber was uns da erwartet hat, das war einfach nur überwältigend. Also wirklich, es war super emotional, weil du irgendwie ja gemerkt hast, okay, wir haben was bewirkt, wir haben Menschen begeistert und die Menschen fangen plötzlich an, sich bei uns zu bedanken und also generell für das, was wir geleistet haben. Und ich finde, das ist so die größte Art und Weise der Wertschätzung, die wir erreichen konnten. Und das sind auch so Momente, die mir dann gezeigt haben, okay, vielleicht ist der Titel irgendwann zweitrangig,
weil wir einfach unglaublich viel für den deutschen Frauenfußball geschaffen haben, bei den Menschen bewirkt haben. Und ich einfach hoffe, dass es aufrechterhalten bleibt und das Ganze nachhaltig bleibt. Und das hat sich ja dann auch wieder beim Eröffnungsspiel gegen den FC Bayern München bei uns im Deutsche Bank Park dann geäußert. Da waren 23.200 Zuschauer da. Auch da, denke ich mal, steht man unten und ist einfach, ich sag mal, baff von der Situation, oder? Ja, auf jeden Fall. Es war halt unser Ziel und unser Anspruch, dass es eben nicht nur international der Fall ist, sondern dass wir diese ganze Euphoriewelle oder diese Euphorie einfach mit in die Liga tragen. Und ich meine, bis jetzt haben wir es geschafft. Es war eine super Kulisse. Auch beim Hoffenheim-Spiel gegen Wolfsburg in der großen Arena war es eine super Kulisse. Und das sind halt immer so Momente, die uns zeigen, okay, da wollen wir hin. Und das wollen wir nicht nur aufrechterhalten, sondern auch einfach in Zukunft weiter ausbauen. Genau. Ist auf jeden Fall ein schöner Hintergrund. Da unsere Zimtschnecken immer noch im Ofen sind, würde ich sagen, lass uns da noch mal kurz gucken, dass sie nicht anbrennen. Wow, guck mal an. Wirklich. Die kann man präsentieren. Also der Test. Also Zimtschnecken sind gut geworden, Daumen hoch dafür. Zwei, drei Fragen noch an dich. Ich habe mitbekommen, dass du bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe bist. Wieso hast du dich dafür entschieden, bei der Bundeswehr in die Sportfördergruppe zu gehen, zum einen? Und zum anderen, was bedeutet das? Ich habe das eigentlich direkt nach dem Abi begonnen. Zum einen, dass ich einfach neben dem Fußball noch ein zweites Standbein habe. Mhm. Zum anderen war es einfach eine mega geile Erfahrung. Ich habe dann eine vierwöchige Grundausbildung gemacht in Hannover in der Kaserne. Und das ist quasi eine normale Grundausbildung für die Bundeswehr, nur für Leistungssportler eben, sage ich mal, kompakt in 4 Wochen zusammengefasst. Und da war ich dann eben 4 Wochen in der Kaserne in Hannover mit verschiedenen Sportlern, was auch super interessant war. Also es waren nicht nur Fußballer, sondern wirklich die außergewöhnlichsten und verrücktesten Sportarten, sage ich mal. Man braucht halt eben diesen O-Kader-Status, also es waren schon auserwählte Sportler. Die Bundeswehr hat mir auch einfach in Zeiten, wo es im Frauenfußball noch nicht üblich war, so viel Geld zu verdienen oder generell üblich war, vom Fußball zu leben, ermöglicht, dass ich mich voll und ganz auf den Sport konzentrieren kann, weil sie mich eben monatlich finanziell abgesichert haben. Mhm. Und das war dann auch so ein Ding für mich, wo ich gesagt habe, okay, mach das nach dem Abi, weil dann hast du zum einen einfach eine mega geile Erfahrung, die du auch nicht vergessen wirst. Du lernst trotzdem neue Dinge dazu und dir wird die Chance geboten, dass du eben abgesichert bist, finanziell zumindest, und dich zu 100% auf deinen Sport konzentrieren kannst. Ich mache zwar noch ein Studium, aber ein Fernstudium im Sportmanagement-Bereich und kann mir daher einfach meine Termine selbst legen. Aber für mich ist ganz klar der Fokus auf dem Sport. Und das hat die Bundeswehr mir eben in Zeiten ermöglicht, als man im Frauenfußball noch nicht so viel Geld verdient hat, dass man einfach gut, sage ich jetzt einfach mal, gut davon leben kann. Ich bin jetzt immer noch dort und das ist einfach, wie gesagt, eine coole Erfahrung und eine finanzielle Absicherung. Wenn du jetzt gerade auch über das Monetäre sprichst, natürlich frage ich jetzt nicht, was verdient man oder irgendwas dergleichen, aber ich glaube, dass Eintracht Frankfurt, so von dem, was ich jetzt auch bei euch mitbekommen habe und von außerhalb, ein guter Arbeitgeber ist, beziehungsweise ganz gut zahlt in der Liga. Mhm. Wo siehst du denn aber noch so ein bisschen die Ansatzpunkte, die man vielleicht verbessern könnte im Frauenfußball und gerade auch im Hinblick aus Sicht des Vereins, sage ich mal? Ja, ich glaube, bei der Eintracht gibt es zwei Seiten. Also es ist jetzt gar nicht irgendwie sehr positiv oder sehr negativ ausgedrückt, aber ich glaube, hier bei der Eintracht haben wir vielen Vereinen was voraus, aber hängen auch manchmal bei anderen Dingen Vereinen hinterher. Beispielsweise? Also wenn ich jetzt mal überlege, wie wir hier bei Eintracht Frankfurt wirklich als Einheit gesehen werden, dann können da, glaube ich, nicht viele Vereine von sprechen, auch nicht Bayern oder Wolfsburg. Ich glaube, da sind wir wirklich Vorbilder. Mhm. Da denke ich jetzt speziell auch einfach an die gemeinsamen Reisen, Sevilla, Barcelona, was auch immer. Oder auch, dass der Vorstand wirklich sehr, sehr häufig bei unseren Spielen ist und auch wirklich oft uns eine gewisse Wertschätzung ausspricht, dass Spieler ab und zu da sind. Also das ist wirklich einfach ein Eintracht Frankfurt. Jeder Zivilist hier in Frankfurt lebt Eintracht Frankfurt. Also es ist einfach ein Verein, der diese Stadt zu 100% auslebt. Aber wenn ich jetzt so an unsere
Bedingungen, sage ich mal, denke, dann ist es schon auf jeden Fall ein Aspekt, wo ich mir eher noch ein Stückchen mehr wünsche. Das bezieht sich jetzt auch gar nicht nur auf Eintracht Frankfurt, sondern das ist generell ein Problem in der Liga, was wir definitiv angehen müssen. Und ich glaube mittlerweile oder gerade jetzt nach der EM und auch nach den erfolgreichen Eröffnungsspielen sind wir in einer Position, wo wir das einfach einfordern können. Und da sollten wir jetzt, glaube ich, auch einfach keinen Gang zurückschalten. Im Gegenteil, einfach weiter fordern, weiter dafür einstehen. Weiter ja, den Verein, den DFB, Sponsoren auf unsere Seite holen, weil ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, wir haben unsere Arbeit getan, aber wir sind gerade an diesem Punkt, wo wir Menschen begeistern, wo wir Menschen mitnehmen. Das werden wir natürlich weitermachen und ich glaube, so schätze ich den Verein ein, so schätze ich den DFB ein. Wir als Spielerin werden auch kein Stück weniger investieren, um da jetzt noch mehr an Anerkennung und Wertschätzung dazu zu gewinnen. Aber es ist einfach ein Fakt, dass die Strukturen in der Liga leider nicht stimmen, wenn man uns jetzt mal mit anderen Nationen vergleicht. Und ich finde, wir wollen oder wir ziehen den oder wollen auf der fußballerischen Ebene den Vergleich immer zu internationalen Top-Mannschaften ziehen. Und dann müssen wir aber auch unsere Strukturen anpassen, weil ich einfach ja, glaube, dass wenn wir in unseren Strukturen stehen bleiben, dann bleiben wir auch in unserer Entwicklung stehen. Ich finde aber trotzdem, das ist ein schönes Schlusswort, dass man sagt, der Frauenfußball entwickelt sich unfassbar gut weiter. Es gibt noch Dinge, die sich eventuell ja, bessern sollten oder die man bessern kann. Deswegen, Soffe, danke, dass ich mit dir diesen Tag verbringen durfte, dass wir Zimtschnecken zusammen gemacht haben, dass du mir einen Einblick in deinen Alltag oder uns einen Einblick in deinen Alltag gegeben hast. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich hoffe, du hattest auch natürlich ein bisschen Spaß. Und ich wünschte, unsere Zuschauer könnten riechen und schmecken, wie diese ja. Zimtschnecken hier riechen. Also, wir haben, glaube ich, gute Arbeit geleistet. Sehr gut. Ich bin ein bisschen stolz schon ja, auf, ich auch. Uns, auf uns sein. Eine allerletzte Frage, ganz zum Schluss. Die habe ich mir extra aufgehoben, weil ich weiß, viele da draußen fragen sich, was hat es mit deinem Zopf auf sich? Ja, das fragen sich viele. Das werde ich. Also es ist wirklich die am häufigst gestellte Frage, die ich bekomme. Mhm. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht erklären. Also er ist immer so hoch, er ist auch immer auf der rechten Seite. Er wandert auch immer höher, das kriege ich auch gesagt. Also ich glaube, er war mal tiefer, aber dadurch, dass meine Haare immer länger werden, wird der Zopf auch immer höher und damit sie eben nicht länger werden. Aber ich glaube, es ist einfach mein Markenzeichen. Also ist auf jeden Fall gehört ein Merkmal zu mir. Mhm. Ich glaube, es wird auch verdammt komisch aussehen, wenn ich ihn jetzt links hätte oder gar nicht mehr so hoch hätte. Von daher, ja, es gehört zu mir, es ist mein Markenzeichen. Und ich werde aber tatsächlich auch sehr, sehr oft drauf angeschaut. Sehr gut, dann haben wir die Frage wahrscheinlich jetzt auch mal geklärt. Soffe, ich danke dir, wir ich machen danke uns dir auf. Auch. Du hast noch ein bisschen was zu essen, gesund oder ungesund, das überlassen wir dir. Das ist die Frage. Lass dich drücken, Dankeschön danke für den schönen Tag. Ich danke dir. Und in diesem Sinne, bleib auf jeden Fall gesund. Ja, du auch. Und bring weiter die Leistung auf den Platz. Den danke. Zimtschnecken. Mit den Zimtschnecken. No. So, das war's. Ein Tag mit Sophia Kleinherne. Es hat Spaß gemacht, es war spannend und es war vor allem lecker. Und ich hoffe, ihr hattet auch ganz viel Spaß, heute diesen Tag mit uns zu begleiten. Und ihr seid nächstes Mal hoffentlich auch wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss und bis bald.